Es geht mir nicht gut. Mir ist jeden Tag übel, ich schlafe schlecht, ich habe ständig Hunger. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es könnte natürlich sein, dass es an diesem scheußlichen Essen hier liegt. Jeden Tag Fisch. Mehr gibt es hier nicht. Aber natürlich könnte es auch etwas anderes sein. Immerhin hatten Sora und ich... Aber nein, das ist doch nicht möglich. Oder etwa doch? Hallo, ich bin Elienix und das ist der 8. Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part sind Livia und ihre Tochter Ruby in ihrem Versteck angekommen. Derzeit leben die beiden nämlich in der vergessenen Höhle in Oasis Springs. Und wie wir im Intro gesehen haben, Livia vermutet, dass etwas mit ihrem Körper ganz und gar nicht stimmt. Aber in diesem Part erfahren wir hoffentlich mehr. Starten wir gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Livia kümmert sich gerade um die Kuhpflanze. Die haben wir ja im letzten Part auch noch gefunden. Und ich muss sagen, das finde ich wirklich, wirklich cool. Rein theoretisch kann man ja auch damit Sims um die Ecke bringen. Livia ist ja eigentlich keine Kriminelle, aber wer weiß, möglicherweise engagieren die Vampirbrüder einmal einen Geheimagent oder eine Geheimagentin, die sie ausspionieren sollen. Und da müsste Livia natürlich etwas dagegen tun. Diese Storyline fände ich eigentlich auch ganz cool, also dass wir wirklich wen an die Kuhpflanze verfüttern. Aber schreibt mir da eure Meinung natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Wir haben jetzt 14.30 Uhr und das Problem ist, Livia hat schon bald Hunger und der Bratfisch ist aber verdorben. Das heißt, sie muss jetzt leider mal wieder angeln gehen, auch wenn sie das eigentlich gar nicht so gern macht, aber von irgendetwas muss sie sich ja ernähren. Und natürlich ist sie immer noch super traurig, weil Sora verstorben ist. Und da möchte ich gleich mal auf einen Kommentar eingehen. Und zwar hat die liebe Lulu geschrieben, Livia wird ja Medium, vielleicht könnte sie mit dem Geist von Sora Kontakt halten. Und diese Idee finde ich absolut großartig. Also hier jetzt in der Grotte können wir an der Mediumfähigkeit ja leider nicht wirklich arbeiten, weil es ist kein Spukhaus und wir haben keinen Seance-Tisch und einfach keine Möglichkeit dazu. Aber im neuen Haus werden wir das dann auf jeden Fall machen. Und wer weiß, möglicherweise können wir am Ende der Challenge Sora dann ja wirklich wiederbeleben. Sie hat einen Fisch gefangen. Livia hat eine Elritze gefangen. Und noch eine Elritze. Sehr gut, dann brauchen wir nur noch einen Fisch und dann kann sie sich wieder etwas kochen. Sie hat jetzt auch Level 3 der Anglerfähigkeit erreicht. Also ich habe Livia jetzt zwar nie so als Anglerin gesehen, aber irgendwie stellt sie sich da gar nicht so blöd an. Jetzt hat sie einen Gesundheitstrank gefunden. Ich habe zwar keine Ahnung, was der bewirkt, aber ich schätze mal, er macht kranke Sims wieder gesund. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall mal aufbehalten. Und sie hat einen dritten Fisch gefangen. Sehr schön, denn mittlerweile hat sie wirklich großen Hunger. Deshalb wird sie sich jetzt gleich mal einen Bratfisch machen. Oh nein, weint das Baby? Nein, Ruby ist zwar aufgewacht, aber sie ist jetzt nicht mehr glücklich. Sie ist traurig. Ruby ist an einem unbekannten Ort, was beunruhigend ist. Also natürlich geht das alles auch nicht spurlos an ihr vorüber und auch sie bemerkt, dass ihre Mutter große Sorgen hat. Hoffentlich geht es ihnen bald wieder gut. Aber Livia isst hier jetzt ihren Bratfisch, dann muss sie sich mal mit ihrer Tochter auseinandersetzen. Die hat natürlich schon wieder Hunger. Wie könnte es anders sein? Babys haben immer Hunger. Dann wird Livia sie jetzt einfach mal stillen und sie dann wieder zum Schlafen hinlegen. Denn dann muss sie sich mal um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern. Sie muss auf die Toilette, sie muss baden und dann muss sie dringend schlafen gehen. Livia ist gerade aufgestanden und füttert ihre Tochter und fühlt sich sehr angespannt. Denn sie hat jetzt nicht nur bemerkt, dass sich ihre Bedürfnisse und Stimmungen so schnell ändern wie bei ihrer ersten Schwangerschaft, sie hat auch körperliche Veränderungen bemerkt. Und nun ist sie sich sicher. Es ist ein ungewolltes Kind auf dem Weg. Livia hat diese Schwangerschaft nicht erwartet und ist sich wirklich nicht sicher, ob sie das überhaupt will. Aber es ist passiert. Was soll sie nur tun? Und unwiderruflich muss sie jetzt natürlich auch wieder an Sora denken. Immerhin ist das Kind von Sora. Sie war ja der einzige Sim, mit dem sie getechtelmechtelt hat. Deshalb wird sie jetzt einfach mal versuchen, die Verbindung zur physischen Welt zu stärken
und wird dann um Sora trauern. Und wieder mal läuft alles nicht so, wie Livia es geplant hat. Mit Ruby kommt sie mittlerweile ja ziemlich gut klar, aber ein zweites Kind, ich glaube, damit hat wirklich niemand gerechnet. Und jetzt muss sie natürlich nachdenken, was sie mit dieser Information anfangen soll. Aber eines ist sicher, allein wird sie das nicht schaffen. Und deshalb wird sie jetzt Rylan anrufen und ihm erzählen, dass sie dringend mit ihm sprechen muss. Er möchte in Wirklichkeit überhaupt nichts von ihr hören. Er gibt ihr die Schuld für Zoras Tod. Er ist der Meinung, dass sie nur Ärger und Probleme bringt und möchte sie am liebsten niemals wieder sehen. Aber Livia beharrt eben drauf und sagt, Rylan, wir müssen uns treffen. Ich muss mit dir sprechen. Es ist etwas passiert. Und natürlich muss sie ihn erst dazu überreden, aber dann machen die beiden ein Treffen für heute Abend aus. Und nun haben wir auch die Benachrichtigung bekommen, Rubys Geburtstag naht. Ruby hat nämlich tatsächlich schon morgen Geburtstag und offiziell auch Livia, aber die ist ja schwanger, deshalb altert sie nicht morgen. Aber das bedeutet, auch sie wird sehr, sehr bald zur Erwachsenen. Während wir Livia jetzt dabei zusehen, wie sie sich um Ruby kümmert, möchte ich euch bei einem Thema noch um eure Meinung fragen. Ich hatte nämlich wieder mal eine Idee. Wie ihr alle wisst, Livia und Ruby werden sehr, sehr bald umziehen. Wenn alles nach Plan läuft, wird das schon im nächsten Part passieren. Und das Haus wurde ja von einem von euch gebaut. Von wem wissen wir noch nicht, aber definitiv von einem von euch. Und wenn wir dann in dieser neuen Stadt sind, würde es für mich nur Sinn machen, dass Livia und Ruby wirklich vollkommen untertauchen müssen, zeugenschutzprogrammmäßig, dass die beiden auch eine andere Identität annehmen. Und das würde beinhalten, wir machen für beide ein komplettes Umstyling, komplett das Gegenteil, dass Livia sich eben an die anderen Sims in der Umgebung anpasst. Und sie müsste auch einen anderen offiziellen Namen annehmen. Wir würden sie dann natürlich noch immer Livia nennen. Und Livia wäre dann im Spiel einfach ihr zweiter Name. Also da würde dann stehen Eliza Livia zum Beispiel. Und offiziell für alle anderen Sims wäre sie dann eben Eliza. Aber wir wissen halt, dass es in Wirklichkeit noch Livia ist. Was würdet ihr von dieser Idee halten? Und wie soll Livia dann aussehen? Also ich stelle mir das so vor, dass sie dann komplett so eine Vorstadt-Mom ist. Vielleicht geben wir ihr irgendwie so blonde, lange Haare. Und sie trägt auf einmal voll erwachsene Kleidung und tut eben so, als wäre sie schon 10 Jahre älter, als sie in Wirklichkeit ist. Alibimäßig müsste sie dann natürlich einen Job annehmen. Und in Wirklichkeit plant sie natürlich die Rache an den Vampiren. Aber das dürfen ihre Nachbarn natürlich auf keinen Fall mitbekommen. Das war jetzt eben meine Idee und jetzt habe ich gerade mitbekommen, dass hier hinten einfach Pilze wachsen, die wir nicht ernten können, weil Livia zu angespannt ist. Nevermind, das war sowieso gar nicht mein Plan für jetzt. Mein Plan für jetzt ist, wir machen einen kleinen Ausflug. Denn Livia hat sich im letzten Part ja geschworen, an den Vampiren Rache zu nehmen und selbst ein okkultes Wesen zu werden. Aber dafür muss sie natürlich mal herausfinden, was das mächtigste okkulte Wesen ist. Und am besten kann man das natürlich in einer Bibliothek. Und hier sind wir. Sie hat Ruby sogar mitgenommen, aber die Kleine ist nur am Weinen. Wir setzen sie jetzt einfach mal in die Rückentrage und dann müssen wir uns ganz kurz um Livias Bedürfnisse kümmern. Können wir nicht, denn diese Bibliothek hat keine Toilette und gar nichts zu essen. Das ist jetzt natürlich kontraproduktiv. Damit hat Livia vermutlich nicht gerechnet, aber wir wollen ja nur ganz kurz recherchieren. Deshalb setzen wir uns jetzt hier an den Computer und hoffen natürlich, dass niemand auf uns aufmerksam wird und dann wird sie einmal im Internet surfen. Sie wird sich jetzt alle möglichen Blogs und Foren durchlesen, wo es eben um Übernatürliches geht. Was ist das für ein creepy Bug? Okay, der creepy Bug ist weg und sie hat ihr Kind einfach hier hingelegt. Livia ist halt einfach nicht die beste Mutter oder noch nicht die beste Mutter, das wissen wir ja schon. Ich hoffe, niemand klaut unser Kind. Am besten sagen wir einfach, offiziell ist hier so eine kleine Kinderbetreuung und natürlich kümmert sich jemand um Ruby. Die liegt in Wahrheit nicht einfach am Boden. Livia ist nämlich gerade sehr beschäftigt damit, etwas über übernatürliches Leben herauszufinden. Und als erstes stößt sie auf das Thema Meerjungfrauen. Die Meersims hat nämlich die liebe Chisana vorgeschlagen und zwar hat sie geschrieben, Meersims sind nicht so schwach, wie man glaubt.
Und da gebe ich dir absolut recht. Livia liest jetzt noch ein paar Artikel über sie durch, aber dabei stößt sie natürlich darauf, dass Meersims vor allem in Sulani anzutreffen sind. Und wie wir alle wissen, ihr kleiner Bruder Oren möchte ja nach Sulani ziehen und sie weiß jetzt nicht, wohnt er schon dort, könnte ich den dort vielleicht treffen? Und das wäre natürlich sehr ungünstig. Und während sie weiterliest, erfährt sie dann etwas über den mysteriösen Ort Glimmerbrook. Und zwar soll Glimmerbrook ein wahrhaft magischer Ort sein, an dem es Hexen und Zauberer gibt. Und als sie weiterliest, erfährt sie dann auch noch, es gibt angeblich einen Zauber, bei dem man Sims verbrennen kann. Und Vampire verbrennen immerhin in der Sonne, also Hitze wäre definitiv eine gute Waffe gegen sie. Das hat nämlich die liebe Isa vorgeschlagen. Um genau zu sein, hat sie geschrieben: Ich würde einen Magier vorschlagen und dann mit Inferno aus der Ferne die Vampire verbrennen. Dies könnte dann eines der mittleren Kinder sein und sie wird dann auch ein Magier und sie braucht ja auch Zeit zum Trainieren, welche sie mit dem Unsterblichkeitstrank bekommen könnte und dann am Ende der Challenge ein großes Finale und dann haben die Vampire Angst, da sie von einer mächtigen Rachehexe gehört haben. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Diese Storyline finde ich unglaublich spannend. Ob wir das alles so umsetzen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber wir können die Magiewelt ja einfach mal erkunden und schauen, auf wen wir da so treffen. Und mit diesem neu erworbenen Wissen geht Livia wieder zu ihrer Tochter zurück und beschließt, erstmal nach Hause zu reisen, denn Rylan wird ja sehr, sehr bald kommen. Aber im nächsten Part möchte ich auf jeden Fall nach Glimmerbrook reisen und sehen, was die Magierwelt so zu bieten hat. Und Livia und Ruby warten jetzt darauf, bis Rylan vorbeikommt. Was ist so wichtig, dass du es mir nicht am Telefon sagen kannst? Seine Stimme war hasserfüllt. Er machte mich für Soras Tod verantwortlich. Das wussten wir beide. Du weißt, dass Sora und ich ein Paar waren, oder? Ich habe es geahnt. Ich weiß, es klingt unmöglich, aber ich bekomme ein Kind von ihr. Und dann flippte er aus. Er schrie, er tobte. Für einen Moment hatte ich Angst, dass er die Fassung verlieren würde. Doch dann beruhigte er sich wieder und rief seine Eltern an. Wir holen euch so bald wie möglich ab, erklärte er. Macht euch keine Sorgen wegen der Vampire. Wir haben einen Plan.